Ab geht es mit Schwung in den Feierabend und damit herzlich willkommen bei Ron. Tatsächlich, Schwung ist heute in der Sendung, Max, ne? Auf jeden Fall, und wir sind richtig sportlich unterwegs. Wir haben unsere Reporterin Larissa Hoffmann zum Frauenlauf nach Mannheim geschickt. Von dort aus werden wir gleich schalten, denn da ist jetzt gerade der Startschuss gefallen. Dann sind wir noch bei den Sporttipps. Heute ist Freitag, also Sporttipps-Alarm. Es geht um die Vorherrschaft im Hirschberger Handball-Derby. Und dann haben wir noch unsere Kollegin Tracy Wittig nach Ladenburg geschickt. Und was Ladenburg mit dem Rhönrad zu tun hat, das sehen Sie jetzt bei RON TV. Viel Spaß! Ja, bevor wir aber ins Rhönrad gehen, schauen wir doch erstmal nach Mannheim. Larissa Hoffmann ist nämlich beim Frauenlauf, der sechsten Auflage, und eigentlich 18 Uhr ist Startschuss. Oh ja, und das sieht doch schon gut aus. Ja, vor wenigen Sekunden ist hier in Mannheim der Startschuss gefallen und knapp 2000 Läuferinnen sind losgelaufen. Und man sieht es jetzt auch hier schon im Hintergrund, die ersten laufen gerade an uns vorbei und das in einem wahnsinnigen Tempo, muss man sagen. Die jetzt schnellste Läuferin wird bereits nach 18 Minuten im Ziel erwartet, also wirklich schnell. Und ja, während die Frauen hier alles geben, um diese 6 Kilometer zu schaffen, verweilen die Männer ähnlich wie beim Shoppen in der Männerwartezone. Und einer dieser Männer, dieser wartenden Männer, ist Michael. Michael ist jetzt heute bei mir. Michael, wie vertreibt man, kann man ja wirklich sagen, sich die Zeit, während die Frauen hier alles geben? Ja, also zum einen feuern wir unsere Frauen natürlich an. Zum anderen ist ja alles gut vorbereitet für das leibliche Wohl, Essen, Trinken. Ja, wir können also dann schön warten, bis unsere Frauen dann wieder ins Ziel kommen. Ihre Frau heißt Annette, ist heute auch dabei. Wie stehen denn die Chancen für Annette? Ich sage mal, gesundes Mittelmaß. Sie wird nicht ganz vorne mit rein, aber auch nicht ganz hinten. Also wie gesagt, so gesundes Mittelmaß kriegen wir dann hin. Läuft Annette denn mit, um eine Platzierung zu erreichen, oder um was geht es ihr denn heute? Nein, also zum einen fürs Vergnügen, zum anderen für die Gemeinschaft. Es sind ja jetzt knapp 2000 Frauen, die jetzt hier mitlaufen. Das macht dann auch schon ein bisschen Laune, so in dieser Gemeinschaft zu laufen. Wie lange hat sie denn dafür trainiert? Ja, es waren dann doch schon 3 Monate, wo wir zusammen dann ein bisschen aktiv waren. Ich durfte auch mitlaufen, allerdings war ich immer weit abgeschlagen. Wie sah denn die Vorbereitung für Sie aus, wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie waren auch dabei? Ja, ich durfte dann das Equipment tragen und ja, zur psychologischen Unterstützung war ich dann auch dabei. Und ja, auch ein bisschen zum Mitlaufen dann. Für mich hat es auch was gebracht, ein bisschen zum. Zum einen eben so ein bisschen diese Zusammengehörigkeit mit meiner Frau hier im Luisepark haben wir sogar trainiert. War sehr schön. Das hört sich doch gut an. Ja, dann drücken wir Annette noch ganz fest die Daumen. Und während die Frauen hier alles geben, werden wir uns noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Und welche Möglichkeiten wir dazu haben, das wissen wir ja jetzt. Ah ja. Prost. Sehr gut. Das sieht wunderbar aus. Ja, schöne Grüße, Larissa. Vielen herzlichen Dank und auch viel Spaß. Und wir drücken natürlich allen Teilnehmerinnen die Daumen. Um den Spaß und den guten Zweck geht es ja bei dieser Veranstaltung. Und ich bin mir sicher, wenn wir das eben gesehen haben, da landet heute relativ wenig im Müll. Die werden alle nach dem Rennen ordentlich Durst und Hunger haben. Aber Lebensmittelverschwendung, ganz egal, ob im Privaten oder eben auch in der Industrie, das ist ein ganz großes und vor allem wichtiges Thema. Und wir haben da mal hinter die Kulissen geschaut. Was haben die Deutschen eigentlich so in ihren Kühlschränken? Wir bekommen einen exklusiven Einblick bei Tanja Hettinger in Maxdorf. Auch sie wirft Lebensmittel weg, hat aber sofort ein schlechtes Gewissen. Obst, wenn das schimmelig ist, kommt das weg komplett, weil die Schimmelsporen gehen halt auch über die andere noch gut aussehende Obstsache. Wie groß ist, Hand aufs Herz, ihr schlechtes Gewissen, wenn sie denn tatsächlich mal Lebensmittel wegwerfen müssen? Schon, also es tut mir schon irgendwie weh. Ihr Nachbar Walter Wiebelskircher kauft erst gar nicht so viel ein, damit er auch nichts wegwerfen muss. Das ist wenig. Sie können auch hier im Regal, da ist wenig auf Vorrat. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Lebensmittelverschwendung bis 2030 um die Hälfte reduziert werden soll. Dazu machen wir mit Mama Steffi und ihrer Tochter Julia ein Experiment. Neben den Kühlschrank stellen wir für 2 Wochen einen Müllschrank auf. In ihm landet ab jetzt alles, was die beiden wegwerfen. So, dann lass uns mal gucken. Jetzt haben wir so viel neu gekauft. Was wir jetzt noch haben. Nee, die ist alt. Die kann weg. Die Zitrone, die kann gar nichts mehr. Es ärgert mich natürlich. A, es ist mein Geld, was ich wegschmeiße. Und B, so moralisch finde ich es natürlich auch immer. Ja, ich mache es nicht gerne und auch nicht mit gutem Gewissen. Aber wie viele Lebensmittel werden hier noch in den Müllschrank fliegen? Auch in dieser WG von Benny, Julia und Johanna stellen wir den Müllschrank auf. Verdorbenes kommt weg, alles andere wird vor der Tonne gerettet. 100% sicher. Den habe ich auch mal gekauft. Das sind jetzt noch nicht schlecht.
Den esse ich bestimmt nicht mehr. Ich auch nicht, wenn das so halb dunkel geworden ist, eklig. Da am Rand. Riech mal. Ja, aber das kannst du hundertprozentig essen. Die Studenten haben schon jetzt eine bittere Vorahnung. Ich glaube, nach 2 Wochen ist der Kühlschrank bestimmt auch voll. Genau das wollen wir jetzt mit Hilfe von Michael Schieferstein herausfinden. Der ist nicht nur Profikoch, sondern auch Profi im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Und wir liegen bei 25 bis 27 Millionen Tonnen pro Jahr, was bundesweit weggeschmissen wird. Damit könnten wir 2x den Welthunger stillen, das ist unvorstellbar. Er besucht die Dreier-WG nach 2 Wochen und analysiert, wie viel Benny, Julia und Johanna wirklich weggeworfen haben. 11,1. Das ist einiges, aber es ist immer noch unter Durchschnitt. Ja. Schnell kommt in einem 3-Personen-Haushalt eine Summe von 600 Euro im Jahr zusammen. Nur durch unnötig weggeworfene Lebensmittel. Und wie sieht's bei Steffi und ihrer Tochter Julia aus? Immerhin etwas weniger Verschwendung als in der WG. So, das sind 5 Kilo. Das ist eigentlich perfekt. Aber noch zu viel. Ja. Auch hier könnte die Familie im Jahr rund 400 Euro einsparen. Damit es aber gar nicht so weit kommt, hat Einkaufsexperte Florian Neumann 2 simple Tricks parat. Das Beste wäre es, wenn man sich zu Hause einfach den Kühlschrank aufmacht, ein Foto schießt und die Einkaufsliste, die ich einkaufen möchte, auf dem Telefon habe. Und kann jetzt mit dem Foto direkt gleichzeitig auf die Einkaufsliste zugreifen. Außerdem rät er, Reste von Lebensmitteln zu recyceln. Von altem Brot kann man natürlich ganz viele Sachen machen. Nicht nur die Semmelbrösel, sondern auch einfach das Brot, was alt und hart ist, ganz kurz unter den Wasserhahn. Und dann nochmal als Röstbrot in der Pfanne mit ein bisschen Öl. Auch Tanja Hettinger aus dem pfälzischen Maxdorf hat eine Methode gefunden, ihre Lebensmittelreste zu recyceln. Ihre Obst- und Gemüsereste verfüttert sie einfach an die Kaninchen. Da haben alle was davon und es landet viel weniger einfach so im Müll. Und eine Aktion, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte, das ist der Bundespreis zu Gut für die Tonne. Der wird mittlerweile zum 5. Mal verliehen. Und einer, der diese Aktion unterstützt, das ist der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Er ist uns über Skype zugeschaltet. Schön, dass das klappt. Wie wichtig ist denn diese Aktion für Sie? Also ich finde, es ist eine ganz wichtige Aktion, weil sie zum einen sensibilisiert für etwas, was uns, glaube ich, vielleicht im täglichen Leben gar nicht so bewusst ist. Es sind nämlich pro Menschen in Deutschland 55 Kilo an Lebensmitteln, was jedes Jahr verschwendet wird. Das ist, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel es auf einem Tisch dann auch an Lebensmitteln wäre, wahnsinnig erschreckend. Und deswegen finde ich es klasse, dass es einen solchen Preis gibt. Und ich hoffe darauf, dass viele auch bei uns aus der Region überlegen, Projekte dort auch anmelden und sich für diesen Preis dann engagieren. Ja, Sie sind ja Bundestagsabgeordnete auch für den Wahlkreis Neustadt Speyer. Was tun Sie denn auch, um ja nicht nur Ihren Wählern, sondern generell auch mit gutem Beispiel voranzugehen? Naja, das fängt ein Stück weit beim Einkaufen an, dass man nicht zu viel einkauft. Das fällt mir manchmal schwer, nicht mit hungrigen Magen dann einkaufen geht, weil man dann den Einkaufswagen vielleicht etwas zu voll macht. Aber ich selbst bin beispielsweise Fan des Einfrierens. Ich koche so alle paar Wochen, koche ich mir eine Riesenportion Bolognese und portioniere die dann entsprechend und friere das dann auch ein. Und eine tolle Sache, die auch über das Ministerium von Julia Klöckner, das Landwirtschaftsministerium läuft. Es gibt eine sogenannte Zu gut für die Tonne App. Die hatte ich mir schon vor einigen Jahren runtergeladen und da kann man dann eintippen, welche Lebensmittel sind denn noch im Kühlschrank und was kann ich dann daraus machen? Da werden einem dann Rezepte ausgeworfen. Gut, also freiwillig etwas tun ist auf jeden Fall schon mal eine sehr wichtige und gute Sache. Frankreich hat es mit dem Thema Gesetzgebung auch versucht, da funktioniert das auch. Welchen Weg wollen Sie in der Politik in Deutschland gehen? Ja, ehrlich gesagt ist mir nicht so ganz genau bewusst, wie man gesetzgeberisch dort vorgehen kann, weil wir schon Folgendes erleben, dass 55 Kilo an Lebensmittel weggeschmissen werden. Und das liegt eben vor allen Dingen auch daran, dass zu viel eingekauft wird, dass wir auch, glaube ich, ein Problem haben mit dem Verständnis des Themas Haltbarkeitsdatum. Da fasse ich mir manchmal auch selbst an die Nase. Ja, man hat dann vielleicht das Gefühl, dass die Milch, wenn die schon am Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums ist, dass sie vielleicht nicht mehr gut ist. Und dann schmeißt man die Dinge weg. Ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, dass wir die Menschen sensibilisieren für dieses wichtige Thema, dass es auch, glaube ich, in der Schule einen wichtigen Platz dann auch entsprechend im Unterricht hat. Und dann schaffen wir es, denke ich, über diese Sensibilisierung auch, dass wir zu einer Reduktion in der Lebensmittelverschwendung kommen. Haben wir hoffentlich jetzt schon mal einen ersten Schritt getan. Johannes Steiniger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Super, gerne. Viele Grüße aus Berlin. Alles Gute. Das Gespräch haben wir aus Termingründen im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt gibt es weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Die hat Olivia Koppius für Sie. Fair leben und einkaufen. Gleiche Chancen durch fairen Handel. Das wird bei den diesjährigen fairen Wochen thematisiert, die heute Morgen gestartet sind. Schifferstadt in der Pfalz hat seit 5 Jahren den Titel Fairtrade-Stadt und beteiligt sich seitdem mit einer Menge Aktionen. Heute fiel mit der Fair-Kostung auf dem Schillerplatz der Startschuss. Wir erkennen auch in den Gesprächen mit den Bürgern, manche sind noch nicht so weit. Und wenn man darüber spricht, dann erweckt man so das Bewusstsein. Und wir erwarten nicht, dass alle Bürger gleich nur fair gehandelte Produkte kaufen. Aber wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, leistet er Gutes für die Welt. Passend dazu soll der lokale Einzelhandel durch die Aktion Heimatshoppen in den Fokus gerückt werden. Wichtige Lebensretter. Sie haben schon unzählige Brände verhindert und müssen per Gesetz in jedem Wohnraum hängen. Rauchmelder. Doch damit sie Alarm schlagen und so Leben retten können, müssen sie auch funktionieren. Die Feuerwehr will daher am heutigen Rauchmelder-Aktionstag Eigentümer und Mieter sensibilisieren. Installieren Sie Rauchmelder in Ihrer Wohnung, insbesondere in den Schlafräumen und den Räumen davor. Ja, und warten Sie auch diese Rauchmelder regelmäßig, überprüfen Sie diese Rauchmelder. Rauchmelder retten Ihr Leben. Wenn ein Rauchmelder einen Brand meldet, bleiben in der Regel 120 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Darüber soll es bundesweit vermehrt Aufklärung geben. Geduld ist gefragt. Kraftwagenfahrer müssen sich auf der A5 ab heute auf Verkehrsbehinderungen gefasst machen. Dort eröffnen gleich 2 Baustellen. Zum einen wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Heidelberg-Schwetzing und Wiesloch-Walldorf von 20 Uhr bis Montagmorgen voll gesperrt sein. Nur einige Kilometer weiter bekommt die A5 zwischen Dossenheim und Hirschberg eine neue Fahrbahndecke. Dort stehen bis Mitte November in beiden Richtungen jeweils nur 2 Spuren zur Verfügung. Streckenweise holprig. Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat Radwege untersuchen lassen. Ergebnis? Rund 2 Drittel bekamen das Prädikat gut oder sehr gut. Allerdings sei jeder dritte Weg sanierungsbedürftig. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub kritisierte hingegen die Studie. Sie habe nur Ausschnitte des Radnetzes sowie vorrangig die Oberflächen untersucht. Und die sind allesamt nicht auf Radwegen unterwegs, aber rasant geht es da auch zu. Das sind nämlich Ausschnitte aus den Sporttipps fürs Wochenende und Philipp Köhl hat die für Sie zusammengefasst. Wink, Renk, Wink, Reindl. Den Sport präsentieren die Autohäuser. Renk, Weindl. Was ein wild gestikulierender Trainer, springende Pferde und die Zahl 3 mit dem Wochenende zu tun haben, die Sporttipps klären auf. Wir starten mit Handball, genauer gesagt mit Drittliga-Handball. Am Samstag steigt das Hirschberg-Derby Großsachsen gegen Leutershausen. Das bedeutet... Ein Haufen Zuschauer, so eine gewisse Brisanz im Ort schon die ganze Woche auch spürbar. Ja, und da freuen wir uns das ganze Jahr drauf. Ja. Dieses Jahr eine ganz junge Truppe. Für viele ist es das erste Mal, dass sie vor so einer Kulisse spielen. Ja. Und Vorfreude riesengroß, klar. Na, steigt sie bei Ihnen auch so langsam? Dann morgen frühzeitig in die Sachsenhalle kommen. Die Karten werden schnell vergriffen sein. Anpfiff ist um 20 Uhr. Weiter geht's nach Walldorf. Der Reit- und Rennverein veranstaltet mittlerweile schon zum 4. Mal sein großes Springturnier auf der eigenen Anlage. Über 300 Reiter messen sich dabei in verschiedenen Klassen und das Teilnehmerfeld kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben einen hessischen Meister da, wir haben einen amtierenden baden-württembergischen Meister da, den Herrn Kölz, der da die große Tour genannt hat. Wir haben noch die baden-württembergische Meisterin, die Frau Theurer, die noch kommen wollte. Und ansonsten hier aus dem süddeutschen Raum sehr viele, sehr hochkarätige Reiter. Wer also Reitsport der Spitzenklasse sehen möchte, sollte sich den Sonntagnachmittag freihalten, denn dann wird das Siegerduo des großen Preises gesucht. Schon morgen und am Sonntagvormittag fallen weitere Entscheidungen. Die 3 ist die magische Zahl, die die Mannheimer Inline-Hockeyspieler beschäftigt. Und zwar, weil die Red Reds Mannheim im heimischen Friedrichspark die 3. deutsche Meisterschaft in Folge einfahren möchten. Wir haben unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben 12 Mann, 3 Reihen. Jede Reihe kann bei uns Tore schießen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber zum Gegner. Wir haben ein gutes Torhüter-Duo und sind taktisch vielleicht ein Stückchen besser geschult wie die anderen. Und Ziel ist ganz klar, Titel-Hattrick. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht.
Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden. Wer also nach seinen 5 Duellen die meisten Punkte auf dem Konto hat, krönt sich zum neuen deutschen Meister. Los geht's am Sonntag um 8.30 Uhr. Das letzte Spiel wird gegen 20.10 Uhr angepfiffen. Und hier noch einmal die Zusammenfassung. Am Samstag steht das Derby zwischen Großsachsen und Leutershausen an. Es geht um nicht weniger als die Vorherrschaft in der Gemeinde Hirschberg. Frühes Erscheinen ist wünschenswert, es wird richtig voll. Anpfiff ist um 20 Uhr. Schon seit Donnerstag findet das Reitturnier in Waldorf statt. Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag um 15.45 Uhr der große Preis, bei dem viele namhafte Reiter am Start sind. Vorbeikommen lohnt sich, der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Sonntag wollen die Graduates Mannheim ihren Titel-Hattrick perfekt machen. Im Friedrichspark geht's im Modus Jeder gegen Jeden um die Krone. Auch hier ist der Eintritt frei. Den Sport präsentierten die Autohäuser Renk Weindl. Ja, bei so vielen Sporttipps, da kann man mal richtig große Augen machen, wie unsere Reporterin Tracy Wittig. Aber die macht sie auf der Rondtour. Und warum? Das sehen Sie jetzt. Es ging nach Ladenburg. Rondtour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Auch das hier wird in Ladenburg noch ein Thema. Drehwurm wahrscheinlich vorprogrammiert, aber dazu später mehr. Erst wollen wir uns ein Bild von dem 11.500 Einwohnerstädtchen zwischen Mannheim und Heidelberg machen und treffen dazu den Bürgermeister Stefan Schmutz. Er zeigt uns seine Highlights und davon gibt es eine Menge, wie zum Beispiel das bischöfliche Schloss mitten in der Altstadt. Unser Loppengau-Museum gastiert dort und da gibt es einfach die Stadtgeschichte auf 4 Stockwerken zu entdecken. Wir haben ja eine sehr lange Geschichte. Wir beginnen bei den Römern vor knapp 2000 Jahren, die Gründerväter Ladenburgs waren, und gehen dann eben über das Mittelalter in die Neuzeit. Und diese ganze Entwicklung, die findet man hier im Loppengau Museum. Ja, sehr schön. Und rosa. Und rosa, genau. Genauer gesagt ist das ab 1483 errichtete Schloss lachsfarben, hatte zur damaligen Zeit wohl aber ein anderes Aussehen, als dort noch die Bischöfe von Worms residiert haben. Die heutige Anmutung erhielt das Bauwerk im Wesentlichen in der Renaissance. Direkt vor dem ehemaligen Bischofshof steht die Jupiter-Gigantensäule. Man hat sie bei Ausgrabungen gefunden, in einem Brunnenschacht. Und Forschung ist sich nicht ganz einig, warum in einem Brunnenschacht. Die einen sagen, es war als Versteck gedacht, die anderen sagen, es war als Entsorgung gedacht. In jedem Falle haben wir sie jetzt wieder zusammengesetzt. Zusammengesetzt auch als kleine Gussform für Schokoladenpräsente für Touristen. Beim Spaziergang mit Blick auf die schönen alten Fachwerkgebäude aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stellt sich mir trotzdem noch eine Frage. Warum ist das Ihr Lieblingsplatz? Ich bin sehr geschichtsinteressiert und als Bürgermeister einer Stadt kann man die Zukunft nur gestalten, wenn man die Vergangenheit kennt. Und wir haben hier eine besonders lange Vergangenheit und durch das Glück, dass wenig zerstört wurde, können wir zurückblicken wirklich auf eine spätmittelalterliche Altstadt in einem wirklich traumhaften Zustand. In der knapp 2000-jährigen Geschichte hat der Ort viele Kriege und Herrscher erlebt. Richtig viel kaputt ging wie durch ein Wunder nie etwas. Und das genießen die Einheimischen wie auch die diversen Touristinnen und Touristen heute noch. Extra für sie gibt es seit 2018 eine Stadtführung per App. Das ist ein digitaler Rundgang mit Hörstationen zu Sehenswürdigkeiten, die einfach per Smartphone angesteuert werden können. Wir haben uns in die Perspektive eines Gastes versetzt und haben uns gefragt, was braucht der für Informationen? Und wir haben eben von, wo gibt es freies WLAN, bis wann fährt der Bus zurück, haben wir versucht, sämtliche Angebote in der App abzubilden. Natürlich auch, wo man hier gut essen kann, wo man einkaufen kann und verschiedene historische Orte, deren Geschichte, deren Hintergründe, findet man alles in der App. Wir wollen aber noch ein bisschen bei der alten Schule bleiben und machen gleich weiter mit unserem Rundgang durch Ladenburg. Dann mit einer echten Stadtführerin und wir verraten Ihnen, was es mit den Rhönrädern auf sich hat. Oh ja, und vor allem Tracy darf dann auch mal ran. Also, dranbleiben, bis gleich. Schön, dass Sie weiter bei uns sind. Da sind wir wieder bei Ron und jetzt gibt es den zweiten Teil von unserer Reporterin Tracy Wittig in Ladenburg.
Mit Stadtführerin Marion Kuhn blicken wir beim Spaziergang mal in die bunten Randgeschichten der Sehenswürdigkeiten. Seit 10 Jahren führt sie die Touristen in englischer und deutscher Sprache durch die Kalbenzstadt. Diese war im Jahr 1200 von einer Stadtmauer umgeben, wovon man heute nur Teilstücke in der Altstadt sieht. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Das ist das Güntnerische Waisenhaus. Ursprünglich stand hier das bischöfliche Marstall. Also hier haben die Bischöfe ihre Kutschen und Pferde untergebracht. 1770 steht schön drauf, hat der Herr Günther eben das Haus erworben und hat testamentarisch festlegen lassen, dass nach seinem Tode das Haus als Waisenhaus für 18 katholische Kinder benutzt werden sollte. Bis 1938 bestand das erste Waisenhaus der Kurpfalz. Ein paar Meter weiter findet sich die gotische St. Galluskirche. Die Menschen haben damals geglaubt, wenn sie ein bisschen Sand vom Eckstein der Kirche nach dem Gottesdienst sonntags abkratzen und in einen Trank mischen, das wird alles heilen. Also vom Bauchweh, Kopfweh, Liebeskummer, Heimweh, das würde alles heilen. Dann haben sie immer so ein bisschen abgekratzt und haben das mit nach Hause genommen und haben ihren Trank genossen. Ob es gewirkt hat, weiß man nicht. Man muss dran glauben, denke ich mal. Ja, klar. Unglaublich sind auch die vielen historischen Überreste. Genau dort, wo die heutige St. Galluskirche steht, stand damals ein römisches Gotteshaus. Nach dem Gang über den Marktplatz geht es vorbei an dem Stammlokal von Karl Benz. Er lebte mit seiner Familie von 1905 bis zu seinem Tode in Ladenburg. In seiner Garage, vermutlich auch die erste der Welt, konnte er im dazugehörigen Studierzimmer seiner Ingenieursarbeit nachgehen. Zurück am Rathaus verabschieden wir uns von Marion Kuhn und ich muss mich erstmal umziehen. So, ich habe jetzt die richtigen Klamotten an. Jetzt kannst du noch mal nach der Stadtführung in Ladenburg noch ein bisschen sportlich werden. Und da kreiselt es in der Turnhalle des Karl-Benz-Gymnasiums bereits ordentlich. Klar, dass ich mich als Sportbegeisterte auch mal am Rhönrad ausprobieren möchte. Worauf kommt es denn beim Rhönradfahren drauf an? Das heißt erstmal gar nicht fahren, sondern turnen. Das ist ganz wichtig, das ist ein Sportgerät, das einzigste Sportgerät, glaube ich, was sich so durch die Halle bewegt. Alle anderen Turngeräte stehen ja meistens fest am Boden. Ja, das Wichtigste ist Körperspannung. Nicht nur das, auch Kraft gehört dazu, wie ich schnell in der Einführung merke. Und anfassen, anfassen. Also anfassen, genau. Ja. Und die Zehen runter. Oh Gott. Ach so. Ja, okay. So, das war schon mal die erste Runde. Ich hätte vielleicht vorher nicht was essen sollen. Ja, nee, cool. Doch nach und nach probiere ich mehr aus und der Ehrgeiz packt mich. Seit 2015 trainiert Vereinsgründerin Sandra Kunze mit ihren Turnern in der Halle. Eine Sportart, die nicht so üblich ist, aber mit bis zu 20 Kilo Gerätegewicht viel an Zuspruch gewinnt. Was ist denn die Besonderheit für Sie an dem Rhönrad? Dass es groß ist, dass es sich bewegt und dass es was Besonderes ist, was halt nicht jeder zu Hause im Hof machen kann oder was in jeder Turnhalle zu finden ist. Finden tun sich also viele schöne Plätze und auch eher unbekannte Sportarten in Ladenburg. Meine Rondtour beende ich jetzt aber in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Neckar. Rondtour präsentiert von Aleco, alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Keine Sorge, wir rollen nicht mit Rhönrädern durch die Redaktion. Jetzt gibt's nur noch das Wetter. Das Wochenende wird richtig schön. Wir können uns am Samstag nach Auflösung von Nebel über viel Sonne und tolles Altweibersommerwetter freuen. Teilweise zeigt sich der Himmel sogar strahlend blau. Also packen Sie Ihre Sachen und nichts wie raus an die frische Luft. Denn auch temperaturmäßig fühlt es sich richtig gut an. Wir bekommen angenehm warme und sogar badetaugliche 23 bis 26 Grad. Im Bergland sind es meist um die 20 Grad. Ähnlich schön und sogar noch wärmer verläuft der Sonntag. Die Temperaturen klettern auf fast schon Hochsommer. Sommerliche 28 Grad. Auch die neue Woche beginnt noch freundlich und warm. Erst am Dienstag gehen die Höchstwerte auf herbstlichere 20 Grad zurück. Aber es bleibt auch weiterhin trocken und zeitweise sonnig. Zwei Nachrichten haben wir noch für Sie. Eine ist wirklich kurios. In Speyer ist ein Mann mit rund 2 Promille zur Polizei gefahren und hat dort sich gemeldet, also zuvor
ist er offensichtlich gegen ein anderes Auto gefahren. Jemand hatte das beobachtet und auch das Kennzeichen aufgeschrieben. So, und was hat der Mann auf der Polizeidienststelle gemacht? Er hat sich als Opfer dargestellt und hat dann gesagt, dass er eigentlich derjenige ist, der den Täter sucht. Ja, genau. Unfallflucht angeblich. Ja. Naja, so viel dazu. Und Meldung 2, die tut mir selbst richtig weh. Wir machen mal die Kamera hier ein bisschen auf. Er sitzt nämlich auch heute praktischerweise da hinten. Ganz gut. Lukas Föhr hat seinen letzten Tag bei Ron. Schade. Das aber einfach nochmal, wir haben dir jetzt gar kein Mikrofon angesteckt. Auch gut. Ah, war eine tolle Zeit mit dir. Ja, hast großartige Arbeit geleistet. Ja. Aber geht natürlich für ihn auch weiter. Und für uns auch. Wir sehen uns Montag wieder. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende erstmal. Bis bald.